Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind hier gerade in finsterer Dunkelheit, doch im letzten Part haben wir ein neues Teammitglied bekommen, nämlich den lieben Watt. Und nun können wir wohl dunkle Räume erhellen. Oh, ganz schön cool, was? Sieh doch, wie hell es jetzt ist. Hihihi. Ich wette, niemand sonst kann dir so helfen wie ich, oder? Okay, aber jetzt lass uns gehen. Hihi. Oh, es ist cool. So, wir sind gerade super low life. Ist hier noch irgendwas? Also der kennt jetzt auch unsichtbare Blöcke, ja? Das wäre ziemlich cool und nützlich auf jeden Fall. Okay, hier waren wir auch noch nicht. Ja, ein Schneepuppentyp. Okay, da hoch komme ich nicht. Also ich bin gerade mega low life. Aber warte mal, ich gehe nochmal zurück, weil drüben habe ich noch ein Upgrade gefunden. Da können wir Watt. Achso, ich komme gar nicht zurück. Warum nicht? Ah, es ist ja der Rückweg. Das heißt, der Block hier war unsichtbar gerade, ne? Verstehe. Wie cool. Okay, warte. Hier muss ich mal kurz mit Paracarry rüberfliegen. Und dann können wir hier nämlich Watt gleich mal upgraden. Cool. Zack, damit kann einer deiner Freunde aufgestuft werden. Ja, wer nur? Welcher Mitstreiter soll aufgestuft werden? Watt. Sie erlernt Turbolader. Mario gewinnt Kraft ohne Ende. Alter, was? Soll dieser Mitstreiter aufgestuft werden? Natürlich. Bam, 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 bam. Okay, Watt wurde in den Superrang aufgestuft. Alter Watt. Alter Watt. Überprüfe dein Team, bla bla. Elektrohieb. Umgeht die Verteidigung und greift mit Elektrizität an. Powerschock. Paralysiert einen Gegner mit einem Elektroschock. Verstärkt Marios Angriffskraft für kurze Zeit. Alter, das sind mega gute Angriffe. Gefällt mir mega. Ja. Warte mal, wir machen das hier nochmal. Okay, hier ist aber gerade nichts Unsichtbares. Ja, krass. Eigentlich musst du mit dem jetzt dauerhaft so rumrennen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass hier nicht irgendwo ein unsichtbarer Block ist. Da guck. Alter. Das ist ja echt richtig hart. Hier auch. Du Scheiße, was ich alles verpasse. Wahnsinn. Ob es davon noch mehr gibt? Bestimmt. Hundertprozentig. Okay. Wir heilen uns erstmal. Und ich möchte auf jeden Fall... Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt der Boss war oder nicht. I don't know, weil das Level geht halt noch weiter. Wir machen auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was anders. Ich glaube, in dem Fall, wie wir das jetzt gerade haben... ich habe halt hier... Warte mal, wo war das jetzt? Nee. Hä? Kampfrausch. Befindet sich Mario in Gefahr, erhöht sich seine Angriffskraft um 4. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Ist da irgendwas passiert? Verstehe ich gar nicht. So, tu mir nichts. Das war alles irgendwie voll sinnlos. Ice Power lass mal drinne. Aber ich würde den Verteidigung Plus Orden wieder rausnehmen und nehme dafür lieber diesen Schnellwechsler Orden wieder rein. Den fand ich irgendwie geiler. Und würde vielleicht noch BP Plus mit reinnehmen. Dann habe ich noch einen Punkt. Einen wunderschönen Punkt. Und den könnte ich in Erdbeben, aber das hier ist ja eigentlich auch so eine Art Schnarcher. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Powersprung. Ja, Powersprung ist eigentlich auch nicht so bad. Ich glaube, wir machen Powersprung noch mit rein. Powerhauer. Na komm, Powersprung. Let's go.
Damit bin ich erstmal zufrieden. So, dann nochmal kurz das hier, damit unsere BP heilen. Und weiter geht's. Safe. Okay, dann kommen wir auf jeden Fall hier drüben noch weiter. Erstmal wieder meine Sonne vors Gesicht halten. Ach du Scheiße, Mann. Du kannst jetzt hier die ganzen Level einfach nochmal abgehen. Weil du weißt ja nie, ob du irgendwo nicht doch irgendwas vergessen hast. Mann. Nee. Geh weg. Die ganzen... Muss ich, kann ich jetzt die alle bekämpfen? Hallo. Lauf, lauf. Boah, hilf mir. Wird das so ein Massenkampf? Das wird interessant werden, glaube ich. Jetzt. Sie sind also gekommen. Ich bin General Guy. Wir befolgen König Bowsers Befehle und bewachen den Stern. Solange wir ihn in Verwahrung halten, haben wir die Erlaubnis, alles zu tun, was wir wollen. Haben Sie das verstanden? Ihr Schicksal ist mir völlig gleichgültig, Sir. Sie sind unhöflich und außerdem hier eingedrungen. Zu unserer Spielzeugkiste haben Leute wie Sie keinen Zutritt. Die Schätze in dieser Spielzeugkiste sind nur für uns Shy Guys. Und der Verbleib des Sterns geht Sie überhaupt nichts an. Stellen Sie sich den Kampf, Sir. En garde! Attacke! Einfach die Shy Guy Armee mit Offizier. Okay, Leute, alle zusammen. Jetzt ist er dran. Angriff! Okay, wir wechseln mal das Mitglied zu Gumbario. Die Musik ist cool. Und Gumbario macht erstmal einen Scanner. Shy-Trupp. Let's go. Das ist ein Shy-Trupp. Dieser Trupp greift mit allen Mitgliedern gleichzeitig an. Maximale KP 15, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Die Anzahl der Angriffe richtet sich nach der Anzahl der Shy Guys im Trupp. Je mehr Shy Guys im Trupp sind, desto höher ist die Angriffskraft. Setze eine Attacke ein, die viel Schaden auf einmal verursacht. So können wir den Trupp dezimieren und unsere Chance auf den Sieg erhöhen. Viel Schaden auf einmal? Trifft dein Gegner so oft das Eckenkommando, stimmt. Machen wir nochmal, oder? Okay. Vier Schaden habe ich bekommen. Ich habe 9 Schaden angerichtet. Das ist eigentlich ganz okay, oder? Ich hätte jetzt gesagt, wir machen einfach nochmal einen normalen Jump drauf. Weil dann ist der erste Trupp down. Das war's ja sicherlich noch nicht. Oh nein, er hat sie alle besiegt. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, jetzt liegt es an mir. Oh Mann. Nein, der Arme. Mario, Sie, Sir, werden dafür bezahlen. Sie haben meine Infanterie geschlagen. Aber das ist alles, was Sie heute schlagen werden. Seien Sie gewappnet. Okay. Okay. Interessant. Los, Angriff! Hi, Shy Guys! Kämpft, kämpft, kämpft! Jawohl, Sir! Sofort, Sir! Was passiert hier? Scanner. Ein Hi, Shy Guy und... Auch den anderen darf ich gar nicht scannen. Na dann, scanne ich erstmal den. Das ist ein Hi, Shy Guy. Richtig. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich um ein Shy Guys auf Stelzen. Ich meine, für mich ist das ziemlich offensichtlich. Maximale KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Greifst du mit einer Attacke an, die den Boden erzittern lässt, fallen sie herunter und werden zu normalen Shy Guys. Ich habe aber gerade nichts zum Erschüttern. Leider. Tja, doof. Eine Bombe wäre was, glaube ich. Aber so hätte ich jetzt gesagt, machen wir erstmal...
einen Multijump? Nee. Ich mach mal einen normalen Powerjump. Ich glaube, das sollte reichen. Ja. Ah, 4 Schaden, ey. Okay, ich mach nochmal einen Powersprung. Let's go. So, was jetzt? Kumpel. Oh, unglaublich. Ich glaube, es ist an der Zeit für mein Spezialbataillon. Was jetzt? Oh nein. Oh, tut mir leid für Sie, Sir. Zeit, die Rechnung zu begleichen. Ja, Angriff! Jawohl, Sir! Okay, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ah, okay, Scanner. Scheißstapel. Okay. Das ist ein Scheißstapel. Wow, dieser Stapel verfügt über einen ausgezeichneten Gleichgewichtssinn. 10 KP, Angriffskraft 1. Die Angriffskraft entspricht wieder der Anzahl der Scheigeis, dem Stapel. Bei 4 Scheigeis besitzt die Angriffskraft 4. Du kannst sie in einem nach dem anderen mit einem Wirbelschlag ausnocken. Wirbelschlag? Offensichtlich sinkt ihr Angriffskraft, wenn der Stapel kleiner wird. Einer nach dem anderen mit einem Wirbelschlag? Ja, den habe ich ja gerade. Wäre ja passend, oder? Na dann. Autsch. Okay. Na dann mache ich jetzt doch einen Wirbelschlag. Bam. So, dann sind die tot. Mit dem kann ich immer drauf. Autsch. Und ich glaube, ja, ich mach mir mal einen Heal lieber. So, ein Superpilz, let's go. Ja, so schwer ist der auf jeden Fall auch nicht hier. Es sind halt verschiedene Phasen. Ich weiß nicht, ob er auch nochmal eine Rolle spielt gleich. Aber das war's auf jeden Fall mit denen. Und erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Na, was machst du jetzt? Ah, gut, dann nehme ich das eben selbst in die Hand. Niemand stellt die tapferen Scheigeis meiner Armee auf diese Art Weise bloß. Niemand. Jetzt eine Maschine. Okay, Scanner. General Guy. Das ist General Guy in seinem Panzer. Obwohl es sich nur um ein Spielzeug handelt, sieht der Panzer doch ziemlich gefährlich aus. 30 Angriff, Verteidigung 2. Von seinem Panzer aus gibt der General nicht nur Befehle. Er wirft auch mit Bomben und greift mit Elektroschocks an. Die Angriffskraft einer Elektroattacke beträgt 5. Auch deine Freunde nehmen dabei 2 Punkte Schaden. Wenn wir die Glühbirne zerstören, kann er diese Attacke nicht mehr einsetzen. Normale Angriffstechniken scheinen wirkungslos zu sein, weil der Panzer zu stark bewehrt ist. Das ist jetzt schlecht, ne? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ordentlich Attacken mit Angriffskraft reinballern. Blitzerschlag gegen alle Gegner, Schneepuppe. Ich habe halt auch gerade nichts, was so richtig passend ist. Okay, 5 Schaden. Das hat weh getan. Wo haben Sie das Kämpfen gelernt? Sie müssen schummeln. Okay, ich schummel. Autsch. Dein Partner wurde verletzt, kannst du nicht spielen. Kann ich meinen Partner aber wechseln? Ah, ich kann ja auch nicht wechseln. Schade. Das wäre jetzt meine Strategie gewesen einfach. Okay. Ich mache einfach nochmal einen Powersprung. Weil so kriege ich den trotzdem schnell down. Okay, 4 Schaden durch eine Bombe. Ich mach mal. Machen wir eine Erfrischung. Dü, dü, dü.
Bam, 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 bam. Paar BP, ein paar KP regenerieren. Der General einfach, ey. Okay. Das habe ich geblockt, sehr schön. Und jetzt hätte ich gesagt, wir tauschen das Mitglied mal aus und holen uns Watt ran. Let's go. Fähigkeit. Ist eigentlich eine geile Attacke, ne? Umgeht die Verteidigung. Aber... Na, wir gucken mal. Halte A gedrückt und lasse dann los, wenn das aufleuchtet. Okay, dann los. Gucken wir uns mal an. Ah! Meine Hightech-Verteidigung scheint diesen elektrischen Angriffen nicht standhalten zu können. Hören Sie sofort damit auf. Das ist viel zu stark. Das ist gegen die Konvention von Shiger City. Was für eine Konvention? Aber irgendwie... Hä? War halt trotzdem nur ein Schaden, ne? Komischerweise. Okay, wir machen wieder einen Powersprung. Zack, 5 Schaden. Kommt jetzt wieder ein Blitz. Okay, Leben ist low. Ja, ich mach nochmal eine Erfrischung. Sicher ist sicher. Aber der ist halt immun gegen die Blitzangriffe, ne? Das ist halt schon geil. So. Paralysiert einen Gegner mit einem Elektroschock. Klappt das? Wow. Das klappt nicht übrigens. Und wie schnell soll ich eine A drücken? Okay, das mit dem Block. Wahnsinn. Okay. Item. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ich brauche einen Superpilz. Let's go. Dann probieren wir mal was anderes. Und zwar Turbolader. Versteckt man jetzt eigentlich für kurze Zeit. Wie lang ist kurze Zeit? Deine Angriffskraft wird vorübergehend um 1 erhöht. Okay. Keine Ahnung, wie ich das blocken soll. Kann ich das gleich nochmal machen? Besser? So, 4 Runden lang. Ah, okay. Hä, ist ja voll geil. Okay, und jetzt machen wir einen schönen Powersprung. 6 Schaden, okay. Verstehe. Aber ich kriege jetzt halt jedes Mal auf den Sack. Das ist halt blöd. Aber ich habe gerade auch nichts. Shit. Shit. Okay, Erfrischung. Und gehe ich drauf. Mist. Ich habe zu viel rumprobiert. Das ist meine Schuld. Ich habe zu viel rumprobiert. Okay. Wir machen nochmal einen Elektrohieb. Halte A gedrückt und lass dann los, wenn es aufleuchtet. Jetzt mache ich 4 Schaden. Hä, warum habe ich jetzt 4 Schaden gemacht? Vorhin habe ich 1 Schaden gemacht. Oder vorhin habe ich nur 1 Schaden gemacht. Verstehe ich nicht. Okay. Let's go. Tschüss. Sehr schön. Wiedersehen. Die armen Shy Guys, ey. Und ciao. Ja, yippie, wir haben Shy Guys geschlagen. Ihr wart ja gar nicht so stark, ihr blöden alten Shy Guys. Ich hab sie verklopft. Ist auch so, oder Mario? Jo, da bekommen wir unseren 4. Stern.
Miau, let's go. Ist es ein Koch? Nee, ein Matrose. Na denn. Aber Leute, ich würde sagen, die Karte sammeln wir dann in der nächsten Folge ein. Ich gehe nochmal kurz hier eine Runde checken, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber sieht nicht so aus. Ja, und da haben wir wieder einen Boss gelegt. Klar, ich probiere gerade wieder viel rum, aber für mich ist das Spiel halt auch blind, ne? Das müsst ihr halt verstehen. Deswegen, ich probiere halt gerne rum. Gut, das war's dann für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.